Es ist die Frage aller Fragen. Woran erkenne ich denn jetzt, ob sie Interesse hat? Wenn sie mit den Haaren spielt, wenn sie mir zuzwinkert, wenn sie mich berührt? Ja, was denn nun? Das erfährst du jetzt in diesem Video. Servus YouTube und willkommen zu diesem neuen Video. Mann, ist das heiß geworden. Alter, ey. Also Leute, wenn das so weitergeht, dann muss ich hier demnächst irgendwie nackt vor der Kamera stehen. Ich hoffe, dass das für euch okay ist. Tja, endlich ist der Chris-Kiss auch mal heiß. Naja, wir kommen zur heutigen Zuschauerfrage und die kam vom Lukas. Er schreibt, eine Frage von mir, woran genau merkt man, dass ein Mädchen auf mich steht? Also gibt es vielleicht Andeutungen beim Telefonieren oder so, nicht nur unbedingt, wenn man sich mit ihr trifft. Ich möchte ja gerne so ein Mixhaus machen. Natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die du beim Telefonieren merken kannst, woran sie Interesse hat, aber das meiste passiert halt auf persönlicher Ebene. Da gehört halt durchaus ein bisschen mehr dazu, als einfach nur die gegenseitige Stimme zu hören. Und deshalb möchte ich dir in diesem Video jetzt 5 Interessenssignale nennen, auf die du dich quasi zu 100% verlassen kannst. Natürlich bedeutet das nicht, dass das Mädel dich abgöttisch liebt und alles für dich tun würde, sondern es bedeutet einfach nur, sie ist neugierig geworden, ja, sie hat ein gewisses Interesse und da könnte was gehen. Erstens, sie stellt Gegenfragen. Das heißt, das Mädel antwortet nicht einfach nur auf deine Fragen, sondern sie fängt auch an, selber Fragen über dich zu stellen. Zum Beispiel, was deine Hobbys sind, wo du wohnst, irgendwas über deine Person. So, und wenn sie sich natürlich für deine Person interessiert, dann ist das natürlich logischerweise ein klares Interessenssignal. Deshalb, sobald sie Gegenfragen stellt, kannst du dir sicher sein, okay, sie hat ein gewisses Interesse an mir. Zweitens, sie meldet sich bei dir. Das ist natürlich gerade beim Schreiben, aber auch beim Telefonieren wichtig. Nicht nur du bist derjenige, der sich immer bei dem Mädel meldet und ihr ständig schreibt, sondern sie kommt auch von sich aus an und schickt dir mal irgendwie eine Nachricht mit hey, wie geht's oder keine Ahnung. Sie versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn sie das versucht und dadurch natürlich auch investiert, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Wenn das Mädel investiert, grundsätzlich immer ein gutes Zeichen. Und darum geht es eigentlich hier auch bei allen Punkten. Sobald das Mädel halt von sich aus irgendwie bereit ist, was für dich zu tun, dann kannst du dir immer einen Haken machen und sagen hier so, okay, sie hat Interesse. Und wenn sie sich dann meldet, dann sollte das hier die logische Schlussfolgerung sein. Drittens, sie fragt dich nach einem Treffen. Voraussetzung natürlich, dass das nicht nur so ein freundschaftliches Ding ist, sondern schon beim Kennenlernen klar war, hey, hier Mann und Frau, ne, da könnte was gehen. Also wenn sie natürlich von sich aus ein Treffen vorschlägt, ein Date quasi mit dir ausmachen will, hey, dann ist das immer ein richtig gutes Zeichen, weil sie will mit dir Zeit verbringen und wenn sie mit dir Zeit verbringen will, dann kann da auch natürlich mehr passieren und sich etwas raus entwickeln. Und ich habe das witzigerweise schon einige Male von Männern gehört, die haben mir dann geschrieben, hey, das Mädel hat mich nach einem Treffen gefragt, hat sie jetzt Interesse an mir? Ja, verdammt nochmal! Also das ist wirklich so ein Punkt, wo du dir sehr sicher sein kannst und das ist übrigens ein sehr cooler Move von einer Frau ist, wenn sie auch investiert und von sich aus ein Treffen vorschlägt. Und dann beim Date sollte das passieren. Viertens, sie berührt dich. Sie wird körperlich. Ich hatte das ja schon in einem meiner letzten Videos erklärt, wo es darum ging, körperlich zu werden, bevor man an eine Beziehung eingeht. Und das ist hier natürlich genau der gleiche Fall. Und ein riesen Pluspunkt, wenn das Mädel von sich aus körperlich wird. Das heißt, wenn sie dich zum Beispiel irgendwie an der Schulter berührt oder am Arm oder dir mal in die Seite kneift oder deine Hand nimmt oder solche Dinge, also wirklich auch schon simple Sachen, dann ist das immer ein gutes Zeichen, weil wenn natürlich der andere Mensch Nähe sucht bei dir, dann kannst du dir sicher sein, dass da auch ein Interesse da ist und auch ein Interesse, was über Freundschaft hinausgeht. Natürlich solltest du als Mann auch immer den aktiven Part einnehmen und auch grundsätzlich immer versuchen, körperlich zu werden. Natürlich nur dann, wenn die Frau das auch will. Aber du solltest als Mann halt auch die Initiative ergreifen. Und wenn die Frau das dann erwidert, auch dann kannst du dir natürlich sicher sein, okay, sie hat Interesse. Wenn sie jetzt akzeptiert, dass ich meinen Arm um sie mache oder natürlich, wenn es dann weitergeht und du sie küsst und sie das erwidert, hey, also ne, noch mehr Interesse geht, glaube ich, nicht. Und wenn das Ganze dann schon etwas länger läuft, dann sollte das hier passieren. Nummer 5. Sie macht dich zum Mittelpunkt. Oder sie nimmt sich Zeit für dich. Ne? Also sobald ein Mädel dazu bereit ist, Zeit für dich zu opfern und wieder zu investieren und sie nimmt sich einfach Zeit für dich, dann ist das halt immer ein gutes Zeichen. Ich habe mal irgendwo im Internet diesen super klugen Spruch gelesen, den ich schon einige Male gebracht habe. Es gibt kein, ich habe keine Zeit, sondern es gibt nur ein, du bist mir nicht
wichtig genug. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn sie sich Zeit für dich nimmt, dann bist du ihr auch wichtig. Ne? Deshalb kannst du das immer als absolutes Interessenssignal sehen, wenn sie sich Zeit für dich nimmt. Also, dass sie zum Beispiel auch mal irgendwelche anderen Termine absagt, um sich bewusst mit dir zu treffen. All solche Dinge, wenn du ihr einfach wichtiger bist als andere Dinge, hey, dann ist das einfach ein super sicheres Zeichen. Ja, lieber Lukas, ich hoffe, dass ich dir und euch da draußen mit diesem kleinen Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Also ihr seht schon, ich wollte euch hier wirklich mal einige Dinge nennen, auf die ihr euch wirklich verlassen könnt. Statt euch einfach irgendein Bullshit zu erzählen, wie es doch viele andere machen, sondern wirklich mal 5 handfeste Sachen nennen, auf die man sich wirklich verlassen kann. Und das sind Dinge, mit denen ich echt gute Erfahrungen gemacht habe. Deshalb, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn du da draußen auch eine Zuschauerfrage hast, dann schreib sie unten in die Kommentare mit dem Hashtag Hilf mir. Ja, Leute, und dann in diesem Sinne, macht's gut, genießt das schöne Wetter draußen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!